EA Pop Productions. EA Pop Productions liest H.G. Wells, Die ersten Menschen im Mond. Heute 26. und letztes Kapitel. Die letzte Botschaft, die Cavour zur Erde sandte. In dieser unbefriedigenden Weise stirbt Cavours vorletzte Botschaft hin. Man meint ihn dort oben im blauen Dunkel unter seinen Apparaten zu sehen, wie er uns bis zum Schluss eifrig signalisiert, ohne von dem Vorhang der Verwirrung zu wissen, der zwischen uns sinkt, auch ohne von den endgültigen Gefahren zu wissen, die schon da auf ihn zuschleichen mussten. Sein unseliger Mangel an gewöhnlichstem Menschenverstand spielte den Verräter. Er hatte vom Krieg geredet, er hatte von all der Kraft und der unvernünftigen Gewalttätigkeit der Menschen, von ihren unersättlichen Angriffen, der unermüdlichen Nichtigkeit ihres Kampfes geredet. Er hatte die ganze Mondwelt mit diesem Eindruck von unserer Rasse erfüllt, und dann, meine ich, ist es klar, dass er das verhängnisvollste Geständnis ablegte, dass an ihm allein, wenigstens auf lange Zeit hinaus, die Möglichkeit hing, dass weitere Menschen den Mond erreichten. Der Weg, den die kalte, unmenschliche Vernunft des Mondes einschlagen musste, scheint mir klar genug. Und ein Argwohn und dann vielleicht eine plötzliche scharfe Klarheit darüber muss auch ihm gekommen sein. Man stellt sich vor, wie er mit dem einen in seinem Geiste wachsenden Gewissen bis über diese verhängnisvolle Unvorsichtigkeit im Monde umhergeht. Eine gewisse Zeit bin ich zu glauben geneigt, erwog der Mondbeherrscher die neue Situation, und all die Zeit ist Cavour vielleicht so frei umhergegangen wie nur je. Aber Hindernisse irgendwelcher Art hinderten ihn, nach der Botschaft, die ich eben gegeben habe, wieder an seinen elektromagnetischen Apparat zu kommen. Einige Tage lang erhielten wir nichts. Vielleicht hatte er neue Audienzien und versuchte seinen früheren Zugeständnissen auszuweichen. Wer kann das zu erraten hoffen? Und dann kam plötzlich, wie ein Schrei in der Nacht dem Stille folgte, die letzte Botschaft. Es ist ein kurzes Fragment, die gebrochenen Anfänge zweier Sätze. Der erste war, ich war wahnsinnig, den Mondbeherrscher wissen zu lassen. Es folgte eine Pause von vielleicht einer Minute. Man denkt sich eine Unterbrechung von draußen. Einen Schritt von dem Instrument fort, ein furchtbares Zögern unter den ragenden Masten des Apparates in jener dunklen, blau erleuchteten Höhle, ein plötzlicher Sprung zu ihm zurück, voll eines Entschlusses, der zu spät kam. Dann folgte, wie als wäre es eilig aufgegeben, Kavorit gemacht. Wie folgt, nimm. Es folgte ein Wort, ein ganz sinnloses Wort, wie es dasteht. Nutos. Und das war alles. Vielleicht machte er einen raschen Versuch, nutzlos zu buchstabieren, was sein Schicksal über ihm hing. Was dort um jenen Apparat geschah, können wir nicht sagen. Was es auch war, ich weiß, wir werden nie wieder eine Botschaft vom Mond erhalten. Mir meinerseits ist ein lebhafter Traum zu Hilfe gekommen, und ich sehe, fast so deutlich, als hätte ich ihn tatsächlich gesehen, einen blau erleuchteten und schattenhaft zerzausten Cavour im Griff dieser Insekten-Selenitenringen, immer verzweifelter und hoffnungsloser ringen, wie sie auf ihn eindringen, höre ihn schreien, protestieren, sehe ihn zuletzt vielleicht sogar kämpfen und sehe, wie er Schritt für Schritt von jeder Sprache und jedem Zeichen für seine Mitmenschen zurückgezwungen wird, auf ewig in das Unbekannte hinein, in das Dunkel, in jenes Schweigen, das kein Ende hat. Dankeschön fürs Zuhören. EA Pop Productions.